Vorerst wird es wohl keinen Lebensmittelhandel im neuen Marienkarree auf dem Neubrandenburger Marktplatz geben. Nach Angaben der Investoren habe sich bislang kein Interessent für die Fläche gemeldet. Auf einer Immobilienmesse im Oktober wolle man aber nochmal einen Versuch unternehmen. Sollte sich weiterhin kein Betreiber finden, sollen die Pläne geändert werden und andere Geschäfte einziehen. Derweil wurde bekannt, dass die Kette Back Factory im Dezember ein Geschäft im Karree eröffnen wird. Auf 300 Quadratmetern soll es neben Snacks auch Burger geben. Die Stadtwerke eröffnen ihr Kundenbüro im Oktober. Auf der Rückseite des Gebäudes entsteht in den kommenden 2 Jahren noch ein Parkhaus.